Ja, sehr geehrte Medienschaffende, liebe Anwesende, herzlich willkommen zur heutigen Medienkonferenz. Wir möchten Sie darüber informieren, wie wir im neuen Schuljahr den Unterricht wieder starten und die Schutzkonzepte zu Covid-19 umsetzen. Ich werde heute begleitet von der neuen Chefin des Volksschulamtes, Miriam Ziegler, und dem Chef des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes, den Sie ja bereits kennen, Nick Schatzmann. Meine Damen und Herren, die Kinder und Jugendlichen waren in den letzten Wochen in den Ferien. In den Schulen wurde aber in dieser Zeit viel gearbeitet. Sie haben sich intensiv auf das neue Schuljahr vorbereitet. Dieses Jahr standen neben der pädagogischen Vorbereitung auch zahlreiche und umfassende Arbeiten bezüglich der Schutzkonzepte an. Wir starten also nächsten Montag in ein sehr spezielles Schuljahr. Und wir alle freuen uns darauf, die Kinder und Jugendlichen in der Schule begrüßen zu dürfen. Unser Ziel ist klar, die Kinder und Jugendlichen sollen so normal wie möglich in die Schule gehen und es soll dort so sicher wie möglich für sie sein. Diese Balance müssen wir finden und je nach Entwicklung auch im Laufe der Zeit wieder neu anpassen. Meine Damen und Herren, wir wissen noch immer sehr wenig über das Virus und dessen Verbreitung, über Ansteckungswege und welche Rolle Kinder und Jugendliche dabei spielen. Deshalb haben wir auch im Bildungsbereich mit einigen Unbekannten zu kämpfen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch nicht mehr auf Feld 1. Wir haben bereits vor den Sommerferien Erfahrungen gesammelt. Die Volksschule ist seit dem 11. Mai wieder mit Präsenzunterricht unterwegs. Auf der Sekundarstufe 2 haben wir in Halbklassen ab dem 8. Juni 2020 unterrichtet. In dieser Zeit hatten wir glücklicherweise sehr wenige Fälle in den Schulen. Seit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts wurden uns bei rund 66.000 Schülerinnen und Schüler in Mittel- und Berufsfachschulen 10 positiv getestete Fälle gemeldet. In der Volksschule waren es 16 Schülerinnen und Schüler von 164.000 Kindern sowie 8 Lehrpersonen bzw. Betreuende. Jeder einzelne Fall wurde sorgfältig aufgenommen und es wurde ein Contact Tracing gemacht. Unsere Schulärztinnen und Schulärzte waren immer auch in Kontakt mit der Gesundheitsdirektion. Wir hatten nicht nur wenige Fälle in den Schulen. In den meisten Fällen, bei denen uns eine Ansteckung bekannt ist, haben sich die Kinder bei einer erwachsenen Person angesteckt, oft bei den Eltern. Deshalb haben wir jetzt auch die Lehrpersonen speziell nochmals darauf aufmerksam gemacht, dass die Erwachsenen, die Lehrpersonen sowie die Betreuerinnen und Betreuer sich möglichst an die Sicherheit- und Hygieneregeln halten sollen. Nicht nur in den Schulzimmern, auch beim Mittagessen, im Hort, in den Lehrerzimmern, bei Weiterbildungen. Bei der Volksschule fahren wir so weiter wie vor den Sommerferien. Auf der Sekundarstufe 2 machen wir nun noch einen großen Schritt. Im neuen Schuljahr sollen auch die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 in ganzen Klassen unterrichtet werden. Auf welche Maßnahmen setzen wir in der Sekundarstufe 2, wenn wir in ganzen Klassen unterrichten? Erstens Distanz halten, wenn immer möglich 1,5 Meter. Zweitens Hygiene, das heißt Hände waschen und viel lüften. Und drittens feste Sitzordnung in den Klassen. Wenn die ersten drei Punkte nicht eingehalten werden können, weil zum Beispiel in einem großen Gymnasium sich mehrere Klassen in den Gängen bewegen, weil sie die Zimmer wechseln müssen oder weil in kleineren Gruppen gemeinsam an einem Mikroskop gearbeitet wird, dann tragen die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 eine Maske. Sonst nicht. Im normalen Unterricht, im Klassenverband, müssen die Schülerinnen und Schüler keine Maske tragen. Für die Volksschule gilt diese Regelung nicht. Nicht nur die Jugendlichen müssen vor einer Ansteckung geschützt werden, sondern auch die Lehrpersonen. Ein wichtiges Anliegen ist mir der Schutz der verletzlichen Lehrpersonen. Sie unterrichten ja wieder im Präsenzunterricht. Im Einzelfall sorgt die Schulleitung für einen erhöhten Schutz der Lehrperson, sei dies zum Beispiel durch Anbringen von Plexiglas für Pulte, Masken oder Visiere.
Zentral ist auch, dass wir von den Eltern und Erziehungsberechtigten unterstützt werden und dies auf allen Schulstufen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Eltern mit uns am selben Strick ziehen. Wir haben sie bereits vor den Sommerferien über die Quarantänepflicht orientiert. Die Eltern sind verantwortlich für die Einhaltung der Quarantäne. Die Schulen tätigen keine eigenen Nachforschungen in Bezug auf die Ferienreisen der Familien zur Durchsetzung der Quarantäne. Ich hoffe, dass ich dieses Mal komplett und richtig zitiert werde, weil genau so habe ich mich immer geäußert. Die Chefin des Volksschulamtes, Miriam Ziegler, wird Ihnen darüber dann noch ausführlicher berichten. Meine Damen und Herren, im Frühling habe ich gesagt, dass wir alles daran setzen müssen, dass die Kinder und Jugendlichen wegen Covid-19 nicht zwischen Stuhl und Bank fallen. Es gilt nicht nur, die Kinder und Jugendlichen möglichst gut vor einer Ansteckung zu schützen. Ebenso wichtig ist, dass sie die Ausbildung abschließen können und dass sie Anschlusslösungen haben. Im Wissen darum, dass sich die wirtschaftliche Situation aufgrund von Corona schwierig entwickeln könnte, haben wir im Kanton Zürich bereits im März den Zugang zu den Schulen weiter geöffnet, zum Beispiel in die Berufsmaturität großzügig Jugendliche aufgenommen. Außerdem haben wir alle Schülerinnen und Schüler, die die mündliche Aufnahmeprüfung hätten machen müssen, automatisch aufgenommen. Wir werden im neuen Schuljahr deshalb mehr Schülerinnen und Schüler in unserem Kanton ausbilden. In den Mittelschulen bedeutet das 9 Klassen mehr. Ich bin sehr froh, dass unser Bildungswesen so leistungsfähig ist. Denn nicht ohne Stolz habe ich festgestellt, dass unsere jungen Menschen flexibel auf die Corona-Krise reagiert haben. Statt Praktikum, Auslandaufenthalt oder Reisen haben sie auf Ausbildung gesetzt. Wir haben nicht nur ca. 20% mehr Lernende an der BEM2, wir haben auch einen Zuwachs von 15% bei den Bachelor-Studiengängen an der Uni und 25% an den Masterstudiengängen. Die Studierendenzahlen haben aber auch an den Fachhochschulen zugenommen. Zudem haben wir uns bei den Arbeitgebern dafür eingesetzt, dass die Lehrstellen erhalten bleiben und noch möglichst viele Jugendliche auch während der Pandemie einen Lehrvertrag abschließen können. Unsere Bemühungen haben sich ausbezahlt. Niklaus Schatzmann wird Ihnen dann zur aktuellen Lehrstellensituation noch einige Zahlen liefern können. Aber auch in den Volksschulen sind wir gut aufgestellt. Wir haben eine gute Situation bei der Besetzung der Lehrerstellen. Das wird Ihnen im Folgenden Miriam Ziegler ausführen. Ich übergebe nun das Wort an Miriam Ziegler, die Chefin des Volksschulamtes. Sie wird Ihnen zeigen, wie die Situation in der Volksschule ist, wie die Schutzkonzepte funktionieren, wie die Schulen mit den Quarantänemaßnahmen umgehen. Danke, Silvia Steiner, für die Gelegenheit, einige Worte zu diesem Schulstart in der Volksschule zu sagen. Sehr geehrte Medienschaffende, geschätzte Anwesende, Bildungsdirektorin Silvia Steiner hat Ihnen die wichtigen Eckwerte zum kommenden Schulstart bereits aufgezeigt. Ich werfe gerne noch einen kurzen Blick zurück auf die Zeit vor den Sommerferien, in der wir bereits im Vollbetrieb unterrichtet haben. Die Schulen werden mehr oder weniger in derselben Form den Betrieb wieder aufnehmen und von den bereits gemachten Erfahrungen profitieren können. Unter großem zeitlichem Druck haben die Schulen im Mai und Juni dafür gesorgt, dass an den Schulen die Hygiene- und Abstandsvorschriften umgesetzt werden konnten. Sie taten dies sehr erfolgreich, neben allen Herausforderungen, die sie zu bewältigen hatten. Durch den Fernunterricht, die Umstellung zum Präsenzunterricht in Halbklassen und ab dem 8. Juni mit der Rückkehr in den Normalbetrieb. Ich kann Ihnen sagen, es hat mich sehr beeindruckt und macht mich stolz, was da alles geleistet wurde von den Beteiligten, von den Lehrpersonen, über die Betreuungsfachleute, die Schulführung, die Schulverwaltung und die Hausdienste. Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir sehr niedere Fallzahlen verzeichneten vor den Sommerferien. Bildungsdirektorin Silvia Steiner hat es bereits erwähnt. Die Erfahrungen aus dem Kontakttracing vor den Sommerferien zeigen aber auch, dass an den Schulen insbesondere die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zwischen den erwachsenen Personen konsequent beachtet werden muss.
Dies gilt für Sitzungen, Pausen, Weiterbildungen und Gespräche, insbesondere aber auch für Schulanlässe, wie beispielsweise den ersten Schultag. Der Abstand von 1,5 Metern zwischen den Erwachsenen muss eingehalten werden. Wenn dies nicht der Fall ist, braucht es zusätzliche Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise die Reduktion der Anzahl Begleitpersonen oder eine Maskentragpflicht. Für die passende Lösung sind in erster Linie die örtlichen Gegebenheiten und die Platzverhältnisse in den Schulräumlichkeiten ausschlaggebend. Und damit, sehr geehrte Damen und Herren, wären wir beim Start ins kommende Schuljahr angelangt. Alle Schulen starten nach den wohlverdienten Ferien im Vollbetrieb und alle Schulen verfügen über ein auf ihre Gegebenheiten angepasstes Schutzkonzept. Sie haben die Sommerferien genutzt, die Erfahrungen vom letzten Schuljahr zu überprüfen, um mit Hilfe eines Musterschutzkonzeptes des Volksschulamts alle notwendigen Punkte zu regeln. Morgen Mittwoch, am 12. August, werden die Schulen die Konzepte auf ihren jeweiligen Webseiten veröffentlichen. Sie sind also für alle einsehbar. Wir empfehlen den Schulen zudem, die Eltern aktiv darüber zu informieren. Mit dem Schulbeginn steht natürlich ein weiteres Thema im Fokus: die Rückkehr von einem Ferienaufenthalt in einem Risikogebiet. Für den Umgang mit dieser herausfordernden Situation haben wir den Schulen folgende Vorgaben gemacht. Alle Eltern wurden schon vor den Sommerferien über die Quarantänepflicht informiert und sind selbst verantwortlich für die Einhaltung der Quarantäne. Die Schulen tätigen keine eigenen spezifischen Nachforschungen in Bezug auf die Ferienreisen der Familien und eine damit verbundene Quarantänepflicht und deren Durchsetzung. Vermutet aber die Schule, dass ein Schüler eventuell in Quarantäne müsste, informieren sie die Eltern nochmals über die Quarantänepflicht. Wissen die Schulen, dass ein Schüler in Quarantäne sein müsste, schicken sie diesen wieder nach Hause, informieren die Eltern und den kantonalen schulärztlichen Dienst. Dieser koordiniert dann das weitere Vorgehen mit dem kantonsärztlichen Dienst. Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befinden, werden behandelt wie kranke Schülerinnen oder Schüler. Ihre Absenz gilt als entschuldigt und Hausaufgaben werden nach Hause gegeben. Auch Lehrpersonen, die in ein solches Gebiet gereist sind, müssen in Quarantäne. Wir gehen aber davon aus, dass dies nur Einzelne betrifft, da die meisten in den letzten Ferienwochen sich auf das kommende Schuljahr vorbereiten. Geschätzte Anwesende, wenn aktuell nicht das Coronavirus das große Thema wäre, würden uns momentan alle Medien nach dem Stand der Stellensituation in der Volksschule befragen. Die vergangenen Jahre waren geprägt von einer sehr angespannten Situation. Es war für die Gemeinden teils schwierig, alle Stellen im Hinblick auf den Schulbeginn zu besetzen. Dieses Jahr zeigt sich die Situation etwas entspannter. Von rund 17.000 Stellen sind nur noch deren 13 auf der Stellenbörse des Volksschulamtes ausgeschrieben. Stand gestern Montag, 10. August. Zur Spitzenzeit im März waren zwar gleich viele oder sogar mehr Stellen ausgeschrieben wie in den Vorjahren, aber diese konnten relativ schnell besetzt werden. Wir beobachten in diesem Zusammenhang einen Kontext zur wirtschaftlichen Lage und der Stellenbesetzung an unseren Schulen. Wenn die wirtschaftliche Lage angespannt ist, gewinnen sichere Stellen an Attraktivität und sicher mussten auch einzelne Lehrpersonen ihre Reisepläne verschieben. Diese Ausgangslage freut uns natürlich und ist auch entlastend, bedeutet aber für uns nicht, dass das Thema abgeschlossen ist. Wir verzeichnen weiterhin steigende Schülerzahlen und eröffnen neue Klassen. Das wird sich auch in den kommenden Jahren nicht groß ändern.
Die angespannte Situation verschiebt sich jedoch in die höheren Schulstufen, nachdem in den vergangenen Jahren vor allem der Kindergarten in einer herausfordernden Situation war, sind künftig vermehrt die Primar- und die Sekundarschulen betroffen. In den vergangenen Monaten haben die Lehrerinnen und Lehrer eine hervorragende Arbeit geleistet und wurden dafür auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Sie konnten aufzeigen, wie wichtig, abwechslungsreich, aber auch sinnstiftend ihr Beruf ist. Ich hoffe natürlich, dass dies möglichst viele junge, engagierte Menschen motiviert, eine Ausbildung zur Lehrperson aufzunehmen. Auch Quereinsteigerinnen und Einsteiger sind in den Schulen äußerst willkommen. Und die steigenden Anmeldezahlen an den pädagogischen Hochschulen geben meiner Hoffnung einen zusätzlichen Boden. Geschätzte Damen und Herren, dass Schule auch mit Covid-19 stattfinden kann, dafür setzen wir uns alle mit großem Engagement auch in den kommenden Wochen ein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne gebe ich jetzt das Wort weiter an meinen Kollegen Nick Schatzmann vom Mittel- und Berufsschulamt. Ja, guten Morgen. Auch ich begrüße Sie herzlich und danke für Ihr Erscheinen. Miriam Ziegler hat Ihnen dargelegt, wie die Volksschule ins nächste Schuljahr startet. Auch ich möchte zunächst ganz kurz etwas zum Schulstart auf Sekundarstufe 2 sagen. Zweitens auf das Thema Masken eingehen, das Sie sicher sehr interessiert. Und drittens die von Silvia Steiner bereits eingangs erwähnte erfreuliche Lehrstellensituation erläutern. Zunächst möchte ich festhalten, auch bei den Mittel- und Berufsfachschulen freuen sich alle unglaublich darauf, am kommenden Montag wieder mit ganzen Klassen ins neue Schuljahr starten zu können. Für die Schulen, Silvia Steiner hat es bereits erwähnt, ist das ein großer Schritt. Erstmals seit dem 13. März, also genau nach 5 Monaten, findet der Unterricht wieder mit der ganzen Klasse statt. Die Schulen bereiten sich seit Wochen intensiv auf diesen Moment vor. Jede von Ihnen hat bereits für den Start des Präsenzunterrichts in Halbklassen am 8. Juni ein Schutzkonzept erarbeitet, das auf den damaligen Vorgaben von Bund und Kanton basierte. Die Schulen haben diese Schutzkonzepte bereits zu Beginn der Sommerferien im Hinblick auf eine Rückkehr zum Ganzklassenunterricht überarbeitet. Diese Konzepte müssen sie nun aufgrund der Ihnen heute präsentierten Maßnahmen noch einmal aktualisieren und werden sie bis am Freitag ebenfalls in Analogie zur Volksschule auf ihren Webseiten veröffentlichen. Wir stellen den Schulen dazu ein Raster zur Verfügung, das in Form einer Checklist alle relevanten Punkte aufführt, die zu berücksichtigen sind. Dieses Raster kann einfach abgefüllt und bei Bedarf rasch aktualisiert werden. Sie finden in der abgegebenen Medienmappe ein entsprechendes Muster. Zur Erinnerung: Das Ziel dieser Schutzkonzepte ist, die Ansteckungszahlen auf tiefem Niveau stabil zu halten und gefährdete Personen, Lehrpersonen und Hauspersonal, aber auch lernende Schülerinnen und Schüler und ihre Angehörigen zu schützen. Dazu müssen die Verhaltens-, Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Wie können wir dies tun und doch den Lehrpersonen ermöglichen, den Unterricht so gut, so normal wie irgend möglich durchzuführen, wie es Frau Steiner erwähnt hat? Die Kantone wählen verschiedene Wege, wie es auch unserem föderalen System entspricht. Wir haben uns im Kanton Zürich für folgendes Vorgehen entschieden: das einfach umzusetzen, einfach zu kommunizieren und einfach zu kontrollieren ist. Wenn man sich im Innern der Schulgebäude bewegt, wo sich Personengruppen mischen, die Mindestabstände oft auch unvorhersehbar unterschritten werden und die Kontakte im Falle einer Ansteckung nicht mehr nachvollziehbar wären, wird eine Maske getragen. Sobald die Schülerinnen und Schüler bzw. Lernenden aber an ihrem Platz sitzen, kann die Maske abgelegt werden. Denn im Schulzimmer gibt es eine feste Sitzordnung. Man weiß, wer neben wem sitzt und mit wem in Kontakt ist. Zusammen mit dem größtmöglichen Abstand zwischen den Pulten, die übrigens bis auf wenige Ausnahmen heute Einzeltische sind, schaffen wir damit eine Unterrichtssituation, in welcher der Schutz ausreichend ist, aber ohne den doch nicht unerheblichen pädagogischen Nachteil einer flächendeckenden Vermummung im Schulzimmer. Denn jede Lehrperson, jeder Kommunikationswissenschaftler und notabene auch jede Journalistin und jeder Journalist weiß, wie bedeutsam die Mimik im
in der kommunikativen Interaktion ist. Gerade jetzt, wo es darum geht, mögliche Bildungsdefizite bei einzelnen Jugendlichen rasch zu erkennen und anzugehen, wo in den Gymnasien in den ersten Klassen eine Probezeit beginnt, die es zu bestehen gilt, muss die Lehrperson, solange es irgendwie möglich ist, die Gesichter in seiner Klasse sehen können. Und umgekehrt müssen die Jugendlichen auch die Gesichter der Lehrpersonen sehen, damit gerade in neuen Klassen rasch vertrauensvolle und tragfähige Beziehungen entstehen können. Eine Ausnahme sind besondere Unterrichtssituationen, wie zum Beispiel der naturwissenschaftliche Unterricht im Labor, zu zweit bei einem Experiment oder, wie bereits von Frau Steiner erwähnt, am Mikroskop oder gemeinsames Arbeiten im berufspraktischen Unterricht eng beieinander, zum Beispiel an einer Maschine. Masken müssen auch getragen werden, wenn der Abstand zur Lehrperson nicht eingehalten werden kann. Zu den Lehrpersonen und zwischen den Lehrpersonen muss nämlich zwingend immer der Abstand von 1,5 Metern eingehalten oder eine andere Schutzmaßnahme ergriffen werden. Die Vorgabe, eine Maske zu tragen, wenn man sich bewegt, gilt auch für das Untergymi und das 9. Schuljahr, 11. Schuljahr nach Harmos, an Mittel- und Berufsfachschulen, obwohl für dieselbe Altersstufe in der Volksschule keine solche Maßnahme gilt. Dies ist aber nicht epidemiologisch begründet, sondern hat organisatorische Ursachen. Die Sicherstellung, dass die Masken, wo nötig, auch getragen werden, erfolgt durch die Lehrkörper und die Hausdienste. Dies ist nicht mit vernünftigem Aufwand möglich, wenn für verschiedene Klassenstufen unterschiedliche Regelungen gelten. Man kennt als Lehrperson ja nicht alle Schülerinnen und Schüler bzw. Lernende seiner Schule und weiß, wer jetzt genau in welchen Jahrgang gehört. Und natürlich gilt die Verpflichtung, Masken zu tragen, wenn man sich im Schulhaus bewegt, nicht nur für die Schülerschaft, sondern auch für die Lehrpersonen und alle anderen Mitarbeitenden an den Schulen. Zur Frage der Beschaffung der Schutzmasken. Die Schulen geben keine Masken an die Schülerinnen und Schüler bzw. Lernenden ab. Sich darum zu kümmern, liegt in ihrer eigenen Verantwortung. Viele von ihnen kommen ja mit dem öffentlichen Verkehr zur Schule und haben dann ja bereits eine Maske an. Die Schulen verfügen jedoch über einen ausreichend großen Vorrat an Masken, um bei Härtefällen oder wenn Jugendliche die Maske vergessen haben, solche abzugeben. Wir vertrauen auf die auch in anderen Bereichen seit jeher gelebte und bestens etablierte Praxis, dass solche Prozesse und Probleme am besten dezentral und eigenverantwortlich an den Schulen gelöst werden. Die Schulleitungen und Lehrpersonen wissen, wo Unterstützung nötig ist und können diese in diesen Fällen unkompliziert und passgenau leisten. Bei den Lehrpersonen und Mitarbeitenden der Schulen hingegen ist der Kanton als Arbeitgeber verpflichtet, für das Schutzmaterial wie Masken, Trennwände und weiteres aufzukommen. Grundsätzlich beobachten wir die Infektionslage natürlich ständig und passen unsere Empfehlungen und Vorgaben, wenn nötig, an. Wir wollen die Schulen aber nicht alle 2 Wochen dazu verknurren, ein neues Schutzkonzept zu entwerfen, das dann wiederum nur 2 Wochen Gültigkeit hat. Vor den Sommerferien ist uns diese Balance im Urteil der Schulen gut gelungen. Wir hoffen, wir können so weiterfahren. Nun möchte ich noch, wie eingangs angekündigt, die aktuelle Lehrstellensituation erläutern. Nach dem Lockdown ab Mitte März, einer noch nie dagewesenen Situation für unser Berufsbildungssystem, mussten wir für einige Zeit vom Schlimmsten ausgehen. Nämlich, dass nicht nur die Lehrstellenrekrutierung zum Erliegen kommt, sondern schlimmer noch, dass infolge einer Corona-bedingten Wirtschaftskrise gar keine Lehrstellen mehr angeboten werden und damit sehr viele Schulabgänger zum Lehrbeginn im August ohne Lehrstelle dastehen würden. Ich kann Sie heute zum Glück beruhigen und Entwarnung geben. Diese Worst-Case-Szenarien sind nicht eingetroffen. Im Gegenteil. In den Monaten März bis Ende Juli 2020 wurden jeden Monat in etwa gleich viele Lehrverträge abgeschlossen wie im Vorjahr. Ja, teilweise wurden die Vorjahreszahlen sogar übertroffen. Per Ende Juli 2020 resultieren so 12.427 abgeschlossene Lehrverträge. Das sind deutlich mehr als in den Vorjahren.
Mit anderen Worten, die Zürcher Wirtschaft, in diesem Fall die Betriebe im Kanton, die Lernende ausbilden, haben alles daran gesetzt, auch in diesem besonderen Corona-Jahr trotz Kurzarbeit und vielen Unsicherheiten ihre Lehrstellen zu besetzen und jungen Menschen den Einstieg in die Berufsbildung zu ermöglichen. Dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken. Und selbst junge Menschen, die die obligatorische Schule abgeschlossen haben und heute noch keine Lehrstelle gefunden haben, haben gute Chancen, diesen Sommer noch einen Lehrvertrag abzuschließen. Denn per Ende Juli waren noch 2179 Lehrstellen im Kanton Zürich nicht besetzt. Auch hier sind es deutlich mehr als in den Vorjahren. Außerdem hat das Mittelschul- und Berufsbildungsamt die Frist für das Einreichen der neuen Lehrverträge dieses Jahr bis zu den Herbstferien verlängert. Die kantonalen Berufsinformationszentren sind vorbereitet, ihre Beratungen bis dahin mit den nötigen Ressourcen fortzuführen, und die Berufsfachschulen haben Gefäße entwickelt, um die verspätet ins Berufsbildungssystem eintretenden Jugendlichen gut in Empfang zu nehmen und an die Regelklassen heranzuführen, damit keine Wissenslücken verbleiben. Es liegt uns, wie übrigens seit jeher, sehr viel daran, dass möglichst alle Schulabgängerinnen und Abgänger eine Lehrstelle oder eine Anschlusslösung finden. Wir sind, so meine ich, gut darauf vorbereitet. Zur Lehrstellensituation und zur Berufswahl haben wir Ihnen einige weitere Zahlen und Fakten in Grafiken zusammengestellt, die Sie ebenfalls in der Medienmappe finden. Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, allen Schulen der Sekundarstufe 2 im Kanton zu danken. Sie alle, Rektoren, Rektorinnen, Lehrpersonen, Schulmitarbeitende, haben bewiesen, dass sie gemeinsam auch solche Herausforderungen, wie sie diese Krise mit sich gebracht hat und weiterhin bringt, meistern können. Sie haben sich in der unterrichtsfreien Zeit während der Schulferien intensiv auf den Start von kommendem Montag vorbereitet und dabei in vielen Fällen erneut weit weniger Ferien gemacht, als sie verdient hätten. Wir freuen uns alle sehr, dass unsere Schulen am nächsten Montag wieder im Vollbetrieb starten können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit gebe ich zurück an Regierungspräsidentin Silvia Steiner. Herzlichen Dank, Nick Schatzmann. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Schulen sind bereit, am Montag ihre Türen wieder zu öffnen. Wir alle freuen uns auf den Schulanfang. In den Unterlagen finden Sie die entsprechenden Zahlen, wie viele Kinder im Kanton Zürich in dieses Schuljahr dann neu starten werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Kinder und Jugendlichen den Unterricht besuchen können und einen möglichst normalen Alltag haben. Wir müssen hier eine gesunde Balance finden zwischen epidemiologischen Aspekten, die es umzusetzen gilt, und dem Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen. Schule ist ein Ort der Begegnung, des Austauschs. Lernen funktioniert nur so. Wir wollen einfache Regeln, die überall gleich sind und die umgesetzt werden können. Und wir werden lokal handeln, falls sich die Situation in einem Schulhaus oder in einer Gemeinde verändert. Wir beobachten die Situation laufend und sehr genau, und wir sind im engen Kontakt mit der Gesundheitsdirektion, die uns seit der Beginn der Pandemie mit ihrem Know-how unterstützt und berät. Damit habe ich geschlossen, und wir stehen Ihnen sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, bitte, Frau Müller. Wir haben gehört, in den Labors zum Beispiel gibt es eine Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen. Eine Frage, wie läuft es mit dem Sportunterricht? Also da ist es ja auch nicht so ganz einfach mit Masken. Es war auch in den Vereinen eine Frage mit Kontaktsportarten. Grundsätzlich ist die Anweisung oder ist es so, dass wir sagen, auf Sekundarstufe 2 besteht keine Maskenpflicht im Sportunterricht, weil es einfach nicht realistisch ist. Aber selbstverständlich, gerade dort sind die Lehrpersonen angehalten, dann eben Sportlektionen zu konzipieren, bei denen eben enge Kontakte möglichst vermieden werden. Hier haben die Vereine, auch die entsprechenden Ämter, Bundesämter und der Kanton sehr viele Empfehlungen bereitgestellt, die sehr intensiv beobachtet und sicher auch befolgt werden. Aber es ist tatsächlich einer der Bereiche im Schulbetrieb, die wir besonders aufmerksam beobachten werden, um zu sehen, ob hier irgendeine Korrektur nötig ist.
aber in Anlehnung an die Praxis und die Schutzkonzepte bei den Sportvereinen. Genau. Weitere Fragen? Ja, bitte. Ich habe noch eine Frage zu den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Dort ist ja oft, sind noch viele Stellen offen und werden noch viele gesucht. Wie sieht es dieses Jahr aus? Das ist der eine Teil, und der andere Teil ist, dort ist ja das mit dem Kontakt, mit der Distanz nochmals schwieriger, weil Sie den Kontakt, den engen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern suchen, auch müssen. Vielleicht haben die Hörbeeinträchtigungen, was auch immer. Wie wird das geregelt? Gibt es da spezielle Empfehlungen? Die Stellensituation bei den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sieht grundsätzlich auch gut aus. Wir haben nicht sehr viele offene Stellen, die noch zu besetzen sind. Es sind alles insgesamt 9 Stellen in diesem Bereich, die noch zu besetzen sind bis zum Schulbeginn. Bezüglich der Schutzmaßnahmen haben wir es eigentlich schon ausprobiert vor den Sommerferien. Dort ist es wirklich so, dass teilweise dann Plexiglasscheiben eingesetzt werden oder Gesichtsvisiere, damit eben die Gestik und auch die Mimik mitverfolgt werden kann, insbesondere von hörgeschädigten Kindern. Und von daher haben wir keine Angaben oder keine Informationen, die eine Erschwernis bedeuten würden. Also wir gehen davon aus, dass wir auch in diesem Feld gut starten können mit dem neuen Schuljahr. Ja, bitte, Herr Pfarrer. Eine Frage an Frau Steiner, aber mehr in Ihrer Rolle als EDIKO-Präsidentin. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass in jedem Kanton eine andere Regelung herrscht. Wieso halten Sie das als sinnvoll? Oder anders gefragt, wie erklären Sie jetzt einem Zürcher Schüler und Zürcher Eltern, dass in den Nachbarkantonen zum Teil eine Maskenpflicht herrscht oder eben nicht oder ganz andere Regeln herrschen? Also ich glaube, wenn ich jetzt die Vorzüge des Föderalismus hier schildern würde, würde ich vermutlich etwas länger referieren. Ich habe das schon mehrfach deutlich gesagt, das war auch immer die Forderung von mir als EDK-Präsidentin, dass die Verantwortung wieder an die Basis zurückkehrt in die Schulen, weil wir einfach überall unterschiedliche Verhältnisse haben. Ich mache ein Beispiel, der Kanton Appenzell-Ausserrhoden hat seit Karfreitag keinen einzigen gemeldeten Infektionsfall mehr im Kanton. Also drängen sich dort nicht dieselben Maßnahmen auf wie bei uns. Wir stellen uns in der EDK auf den Standpunkt, dass die Kantone und insbesondere die Schulen individuelle, auf sie zugeschnittene, den Räumlichkeiten entsprechende Maßnahmen treffen müssen. Uns war es allerdings ein Anliegen, obwohl auch hier die Verhältnisse etwas unterschiedlich sind, dass wir gerade auf der Sekundarstufe 2 eine einheitliche Lösung haben. Und ich sehe in der Umsetzung hier eigentlich auch kein Problem. Wenn Sie in eine Nachbargemeinde ziehen, haben Sie auch einen anderen Steuersatz oder eine andere Krankenkassenprämie. Und ich habe noch nie so heftige Forderungen, sind noch nie an mich gerichtet worden, dass man das nicht mehr möchte. Die Schülerinnen und Schüler gehen in Wetzikon, in Oerlikon, in Küsnacht etc. in die Schule und sie wissen, wie die Regelungen in ihrer Schule sind und halten die ein. Und es wird dann eben auch vor Ort dort kontrolliert. Und ich glaube, das ist die einzig sinnvolle Lösung. Genauso wie wir auch lokal reagieren werden, wenn sich die Infektionslage wieder ändert. Ja, bitte. Jetzt gehören auch die schwangeren Lehrerinnen und Lehrer zur Risikogruppe. Die vorher schon Vorerkrankungen hatten, die haben ja wieder Schule gegeben. Ist das jetzt auch so, weil ich nehme an, das ist jetzt automatisch eine viel größere Gruppe, die betroffen ist? Oder gibt es da irgendwelche spezifischen Regelungen oder Verhaltensempfehlungen? Also ich glaube, wir haben hier eigentlich keinen Unterschied gemacht zwischen schwangeren Lehrpersonen und solchen mit anderen Vorerkrankungen. Auch hier wurde sehr lokal und individuell reagiert. Und es gibt viele Lehrpersonen mit Risiken, die unbedingt wieder Schule geben wollten. Und ich glaube, den Interessen muss man auch wieder individuell Rechnung tragen. Das ist von mir aus gesehen Aufgabe der Schulleitungen. Aber ich glaube, Frau Ziegler kann das noch näher ausführen.
Es ist Aufgabe des Arbeitgebers, dass er natürlich den Schutz für die Angestellten einhalten kann. Und bei den schwangeren Damen wird es genau gleich, oder Lehrpersonen wird es genau gleich sein wie bei den Risikolehrpersonen. Bei den Risikolehrpersonen. Es ist so, dass alle in der gleichen Art und Weise dann mit berücksichtigt werden, also egal ob Schwangerschaft oder Vorerkrankungen. Aber die Risikogruppe per se wurde ja aufgehoben in diesem Sinne, also sind wir als Arbeitgeber, respektive sind die Arbeitgeber verpflichtet dazu, ihre Arbeitnehmenden entsprechend zu schützen. Das war von allem Anfang an eigentlich eines unserer Hauptanliegen. Mit definierter Risikogruppe oder ohne, es gehört von mir aus gesehen ohnehin eben zum Arbeitgeberschutz oder Arbeitnehmerschutz. Aber das heißt, es wird automatisch zum Beispiel Visiere oder Plexiglas installiert, oder das muss man anfragen oder wie? Das ist natürlich dann die Aufgabe der Schulleitung, zusammen vor Ort zu schauen, was dann notwendig wird, weil es ja auch davon abhängt, was unterrichtet wird, also wo die Lehrperson tätig ist. Da ist wirklich situativ zu schauen, welche Lösungen zielführend sind. Ja, also auch für Sekundarstufe 2 gilt das natürlich auch, obwohl es diese Gruppe der vulnerablen Personen in dieser Form nicht mehr gibt. Aus der Vorgeschichte, den Monaten vor den Sommerferien, die Schulleitungen wissen, wer eigentlich in diese Gruppe gehört. Und obwohl alle Personen eigentlich so geschützt werden sollten, wie wenn sie vulnerabel wären, ist es natürlich so, dass man auf diese Gruppe besonders achtet. Und die Schulleitungen sind auch angewiesen worden, auf diese ein ganz besonderes Augenmerk zu legen, um sie zu schützen. Und das funktioniert aber nach allen Rückmeldungen ausgezeichnet. Ja, bitte. Neunst zu den Zahlen. Könntet ihr noch sagen, seit wann das die 16 positiv getesteten Schülerinnen und Schüler und die 10 positiv getesteten Fälle? Also Sekundarstufe 2 kann ich einfach sagen, das sind die Zahlen, wie wir sie vor den Sommerferien erhoben haben. Was jetzt während den Sommerferien passiert ist, wissen wir natürlich nicht. Das Gleiche gilt auch für die Volksschule. Das sind die Zahlen vor den Sommerferien. Über die Sommerferien haben wir natürlich keine Angst. Ja, bitte. Noch eine Frage an Herrn Schatzmann. Eine Diskussion, die, soweit ich das beobachtet habe, in Deutschland ziemlich ausufernd diskutiert wurde, sind das Thema Gratismasken für Schülerinnen und Schüler und Gratistests für Lehrer. Wurde das auch diskutiert? Wir haben alles diskutiert. Das kann ich Ihnen versichern. Und die Diskussion ist nicht abgeschlossen, weil wir in laufenden Lagebeurteilungen sind und alle möglichen Maßnahmen immer wieder auf ihre Validität und Zweckmäßigkeit in der entsprechenden Infektionslage überprüfen müssen. Auch das wurde diskutiert. Wir sind zum Schluss gekommen, dass ein Gießkannenprinzip wahrscheinlich nicht zielführend ist, weil eben sehr viele Jugendliche ohnehin schon Masken haben. Viele Familien haben sich mit Textilmasken eingedeckt. Und es wäre aus unserer Sicht nicht unbedingt sehr sinnvoll, auch diesen dann einfach immer noch Masken abzugeben. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, die Schulen haben bereits vor den Sommerferien den Auftrag erhalten, ausreichend große ein Maskendepot anzulegen, und dass wir die Schulleitungen wirklich auch anweisen, dass sie eigenverantwortlich dort, wo sie sehen, das ist ein Härtefall, diese Masken natürlich Jugendlichen auch zur Verfügung stehen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an sozial schwächere, einkommensschwächere Familien denken, das ist ganz ähnlich wie bei anderen Ausgaben auf Sekundarstufe 2, ist es ja so, dass alles Unterrichtsmaterial, alle Kosten für Exkursionen, Projektwochen und so weiter durch die Eltern getragen werden müssen. Aber auch dort ist es schon seit immer so, dass die Schulen wissen, welche Schülerinnen und Schüler hier vielleicht gewisse Probleme haben, und ganz unkompliziert und pragmatisch eingreifen. Und wir finden, bei den Masken ist dieser Weg auch der beste. Und bei den Tests sind wir in einem gewissen Clinch, weil Sie selber wissen, dass man an einem Tag getestet werden kann, negativ, und am übernächsten positiv. Also müssten die Tests eigentlich repetitiv sein. Sie bieten einfach keinen Schutz, und also keinen Schutz davor, dass nicht trotzdem eine Infektion stattgefunden hat. Und deshalb haben wir vorderhand auch diese Maßnahme verworfen. Ich habe noch eine Frage zum ersten Schuh.
Tag der Erstklässler. Gibt es da irgendwelche Weisungen vom Kanton, die einschränken, ob die Eltern sie bringen können oder wer sie bringen darf, wie viele Leute dabei sein dürfen, Abstand und so weiter? Nein, wie ich erläutert habe, ist das im Rahmen der Schutzkonzepte der einzelnen Schulen zu regeln und entsprechend der Situation vor Ort Raumgröße zu handhaben. Allenfalls werden die Begleitpersonen eingeschränkt oder dann gilt eine Maskentragpflicht, aber das ist wirklich von Seiten der einzelnen Schulen situativ zu regeln. Die Gemeinden sind aber sehr bemüht, diesem Ereignis den notwendigen, würdigen Rahmen zu verleihen und die Ausnahmeregelungen gelten beispielsweise für den Kindergarten, wo die Eltern mitgehen dürfen und die meisten Schulen haben auch Lösungen gefunden, dass sie ein Fest allenfalls im Freien machen und an und für sich war es vorher, also ich gehe ja jedes Jahr an den ersten Schultag, das ist eines meiner schönsten Erlebnisse und meistens organisieren das die Schulen so, dass die Kinder nachher ins Klassenzimmer gehen ohne Eltern. Weitere Fragen? Dann stehen wir Ihnen gerne noch für individuelle Bedürfnisse zur Verfügung. Wir sind jetzt auf Individualität voll eingefahren in jeder Hinsicht und ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.